Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Empire Total War. Mit mir zusammen Malte, mit dem Twitch-Chat, mit Österreich-Ungarn, dem gewonnenen Krieg gegen die Niederlande, dem wieder aufgebauten Nation, die wir jetzt hier haben. Meine Stoppuhr, die ich nochmal ganz kurz neu richten muss. Und ja, jetzt tatsächlich also soweit mit dieser Runde durch. Wir können direkt rübergehen. Nächste hatten soweit alles gemanagt und können jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen Geld scheffeln, damit wir jetzt demnächst wieder so ein bisschen einsatzbetriebsbereit werden. So, dann schauen wir, ob die Osmanen jetzt gleich wieder irgendwas anstellen. Ja, ein bisschen Flottenbewegung hier durch den Bosporus durch. Haben jetzt hier noch so, wenn die das zusammenrechnen, noch eine gescheite Flotte hier stehen. Ja, wird schwierig, da halt wieder hinterher zu kommen. Wir müssen halt irgendwie mal unsere Anstrengungen in die Marine echt mal so konzentrieren und verfestigen, dass wir die jetzt mal bald hops nehmen. Und ich würde mir langsam mal einen Frieden mit den Maraten wünschen. Könnt ihr mal sagen, was wären denn so die Bedingungen für einen Frieden mit den Maraten, meine Lieben? Könnt ihr mal jetzt mal einmal reinschreiben für euch, was ihr euch da so vorstellt. Weil wir haben uns halt legitim, ich glaube, nicht ein einziges Mal begegnet. Eins, was wir gemacht haben, ist mal zwischendurch eine Handelsroute von denen überfallen. Und das war's auch. So, wir haben jetzt unseren dämlichen Idioten jetzt hier bekommen. Also, oh, der ist sogar gar nicht so dämlich. Der ist sogar ziemlich gut. In Bologna, dann können wir den jetzt nach Norden schicken. Da hatten wir jetzt ja hier in Brandenburg eins zu wenig gehabt. Genau, in Brandenburg war das gewesen. Da hatten wir eins zu wenig. Da können wir jetzt dann nachsetzen gehen. Oh, Maria, unsere erste, Maria die erste ist ohne Schamgefühl mittlerweile. Das können wir gleich uns mal anschauen gehen. Dann würde ich sagen, gucken wir da mal rein. Ich muss nochmal den Geheimnis auch gleich weiter verschieben gehen. Aber erstmal schauen, was Maria da jetzt bekommt. Also sie ist ohne Schamgefühl. Plus eins für den Adel. Konvention und Moral sind kein Problem für diese Frau. Es sei denn, sie muss sie anwenden. Da diese Frau zu wenig zu tun hat, ist es kein Wunder, dass ihre Gedanken ins Widerwärtige driften. Würde diese Frau seine Zeit weise investieren, anstatt sie an den banalen Begierden des Fleisches zu wenden, wäre dieser Charakter anders. Kleiner Lustmolch ist die geworden, kann das sein? Ja. Was mit 65 ist die jetzt ja auch schon. Aber sie kann sich tatsächlich auf die Schulter klopfen und sie hat tatsächlich sehr, sehr Großes erreicht. Also wenn wir überlegen, wo die mal gestartet ist ursprünglich, jetzt mit ihren 65 Jahren nach jetzt so, was sind denn das dann? 40 Jahre Regierungszeit, die sie jetzt auf dem Buckel hat fast? 30, 40 Jahre irgendwie so dazwischen, ne? Ist tatsächlich schon sehr gut dabei. Gut, okidoki. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los, indem ich den Geheimnis erstmal wieder voranschreiten lasse. Das heißt, nächste Halt ist Bosnien. So, dann habe ich jetzt den Agenten noch hier stehen. Der schafft es jetzt in dieser Runde bis nach Österreich zumindest schon mal. Ja, der hängt jetzt halt ein bisschen hinterher. Mal gucken, ob wir den dann irgendwie dazu holen können. Schafft der... Ja, vielleicht dann nächste Runde bis Serbien, dann kann ich die Jungs dann hier irgendwie rüberschieben und dann werden sie sich dann hier irgendwie in Skopje dann treffen, hoffe ich. So zumindest ist erstmal der Grundplan. Gut, 5000 Taler haben wir dann jetzt noch. Wir können nochmal schauen, dass wir die Armeen jetzt nochmal weiterschieben. Hier, wie gesagt, muss die eine hin. Die zweite, hatte ich ja gesagt, sollte hier vorne hin. Ja, was machen wir jetzt mit den 5000 Talern? Ja, wir müssen ja eigentlich in unsere ganzen Gebäude weiterbauen, ne? Da sind wir, glaube ich, was diese königlichen Güter angeht, nicht fertig geworden mit. Haben wir Ungarn noch geschafft? Nee, Ungarn waren wir stehen geblieben. Okay, dann kann ich hier noch eins Ungarn bauen. Aber auch hier dann für Kroatien, für Karlovac oder so ähnlich, wenn man das so ungefähr ausspricht, reicht es schon mal nicht mehr. Weil unsere Marine muss sich halt vernachlässigen jetzt so ein bisschen, bis wir genügend Gelder haben, dass wir da arbeiten können. So, ansonsten, ja, tun wir das, was halt irgendwie geht. Wir können mal bei den Maraten jetzt schauen, was wir da machen. Ich würde einen Frieden anbieten, indem sie uns vielleicht, sagen wir mal, 2000 Taler zahlen. Sie würden einen Frieden machen, wenn wir ihnen Serbien geben und Handelsabkommen dazu setzen. Ich würde ihnen einen Frieden so geben. Aber dann wollen sie das nicht. Ja, pass mal auf, dann machen wir ohne das Handelsabkommen. Dann sagt ihr dauernd mit Serbien. Ich will euch aber Serbien nicht geben. Warum soll ich euch Serbien geben? Völlig ist das Schrott. Ja, okay, die Maraten haben immer auch kein Interesse daran, irgendwie Frieden zu schließen. Gut, mit den Osmanen will ich wiederum noch keinen Frieden schließen, weil die muss ich erst soweit wirtschaftlich auf jeden Fall gepiesackt haben und marinell besiegt haben, dass ich auf jeden Fall auch sicher sein kann, dass sie sich besiegt fühlen. Dass sie so schnell auch nicht wieder auf die Idee kommen, uns den nächsten Krieg zu erklären. Ja, dementsprechend kann ich jetzt gerade ein wenig machen, haben jetzt dann diese Runde auch schon wieder durch und gehen dann schon mal rüber in die nächste. Jetzt gucken wir ganz kurz, wie sieht es denn forschungsmäßig aus. Haben uns als nächstes jetzt für die Karonaden noch entschieden. Da würde ich tatsächlich von abweichen gehen. Wir nehmen die Karonaden weg und gehen auf die Luftgewehre, damit wir hier weiterhin schnell standhaft beibleiben. Nächste Runde ist tatsächlich Coburg fertig, was die Artillerie angeht. Da können wir dann mal gucken, wo wir die dann vielleicht hinsetzen gehen. Gut, auf geht's. Manöver.
bald ein halbes Jahrhundert regiert, sagt Enferi. Beziehungsweise Erta. Echt? Ja, stimmt. Doch 40 Jahre müsste sie ja durchhaben, ne? 40 Jahre hat sie, glaube ich, durch. Und sie läuft jetzt dann bald auf die 50 Jahre zu. Mal gucken, ob sie sie noch schafft. Ne? Weil so 60 Jahre ist so das, was so lebenserwartungsmäßig 65, was so eigentlich rumspringt, glaube ich, hier. Du bist jetzt genauso viele Jahre in Österreich wie ich an Burundi, nur dass das deutlich schwieriger ist. Ich mache ja meine zwei Runden für ein Jahr relativ schnell fertig. Du sitzt da ja doch eine halbe Ewigkeit dran. So, sie haben tatsächlich die nächste Geschichte. Das will ich ihnen aber nicht geben, weil ich weiß, dass ich mit Marineverwaltung relativ zeitnah fertig bin. Sophie Amelie würde am liebsten ganz gerne von uns die Trockenlegung kriegen und dafür uns die reformierte Dingstechnologie geben. Aber das möchte ich ihr nicht geben, dementsprechend werden wir die Handelsgespräche straight away beenden gehen. So, Forschung ist fertig. Ätzkalkladung, meine Lieben, ist jetzt dabei. Ja, und wir lesen vor. Dieses widerwärtige, unnährhafte Adrigeschoss lässt Ätzkalk auf das Ziel regnen. Diese Verbindung verursacht Verbrennung und lässt die Opfer erblinden. Ätzkalk ist ein gefährlich ätzendes Produkt, das bei Berührung mit Wasser eine enorme Hitze entwickelt. Für Ätzkalk gibt es durchaus auch ganz friedliche Einsatzzwecke, wie die Herstellung von Glas beispielsweise, von Gipsputz, Mörtel und Tünche für Gebäude. Doch als Waffe ist er wahrlich scheußlich. Schon die kleinste Menge verursacht beim Berühren nackter Haut schmerzhafte und sogar tödliche Verbrennungen. Die Augen sind besonders verwundbar, weil sie von Natur aus durch die Tränenflüssigkeit feucht gehalten werden. Ätzkalkladungen sind mit einer Sprengladung versehen, damit sie über den feindlichen Nieren zerbersten. Dennoch stellen sie auch für die Kanoniere, die sie abfeuern, eine Gefahr dar. Historisch betrachtet kann Ätzkalk auf eine lange Geschichte in der Kriegsführung zurückblicken, die bis in die zur klassischen Antike zurückreicht. Das machte den Ätzkalk in den Augen ehrenhafter Militärs, die völlig zu Recht erkannten, dass das, was sie gegen den Feind einsetzen, auch gegen sie selbst eingesetzt werden kann, noch lange zu keiner akzeptablen Waffe. Darüber hinaus war man, wie bei allen chemischen Waffen, völlig von der Windrichtung abhängig, damit der ätzende Kampfstoff nach der Freisetzung auch tatsächlich zum Feind zieht. Es bewahrheitete sich, dass es, abgesehen vom Weglaufen, keine praxistaugliche Abwehrmöglichkeit gegen die perfiden und abscheußlichen chemischen Waffen gab. Tatsächlich gibt es, glaube ich, in Ätzkalk so heutzutage noch keine so richtige Möglichkeit, dem Ganzen auszuweichen. So, dementsprechend können wir mit Coburg jetzt also weitermachen gehen. Schrapnellladung oder maschinengefertigte Züge. Dann lassen wir die maschinengefertigten Züge fertigstellen, dass wir beim Militär mal langsam aber sicher hier unser Ende finden. Dann fehlen hinten heraus nur die Zündhütchen und damit kann man dann ja auch bald leben. So, Gebäude sind fertig gebaut. Wir müssen nochmal in Galizien ran. Der Rest ist soweit okay. Ja, dann müssen wir kurz nach Galizien. Wo ist Galizien nochmal gewesen? Galizien-Podolien hier hinten. Zack, für 2000 Taler das Ding gebaut. Keine Handelsverträge, die uns gekündigt wurden. Sehr schön. Und dann jetzt der Blick als nächstes. Ja, hier jetzt auf nochmal ein königliches Gut. Ach ja, und das Ding muss jetzt auch noch gebaut werden. Was machen wir hier? Hier wäre, glaube ich, eine Kirchenschule von Vorteil. Oder vielleicht eine Poststation. Nee, lass mal eine Poststation basteln. Wenn ich jetzt überlege, dass hier demnächst auch nochmal was kommen könnte. Was den Ausbau von Häfen angeht, sollten wir da nochmal uns das tunlichst überlegen. So, dann geht's weiter. Unsere Armee ist jetzt hier tatsächlich an der Zielstation angelangt. In Porto Maurizio. Währenddessen die zweite Armee bald da ist. Dann geht's jetzt wieder rüber zum Geheimdienst. Der schafft es, ja, wie zu erwarten, nach Skopje. Und dann ist jetzt die Frage, wie weit wir mit dem jungen Herrn kommen. Ja, fast bis nach Skopje. Also der schafft es tatsächlich aufzuholen. Gut, dann gucken wir hier wieder. Das Ding ist weiterhin zerstört. Adolf kann weiter bleiben. Wer ist denn der mittlerweile eigentlich? Adolf, 68. Ja, gut, stimmt. Der war tatsächlich ein paar Jährchen jünger als Manu gewesen. Ja, ist tatsächlich dann auch mit bei und ansonsten, ach, hier ist jetzt noch der Priester, der musste aber nach Norden, ne? Ja, genau, der musste nach Norden. Können wir jetzt nicht mehr viel tun, wie gesagt, Geld ist halt Mangelware momentan, machen nur 5000 Taler, das ist tatsächlich nicht viel. Was wir versuchen können, ist vielleicht mit der Marine nochmal Handelsrouten zu überfallen. Dann lass mal hier, ah, hier laufen die feindlichen Handelsrouten lang. Lass es mal hier rüber. Ja, genau, da müssen wir dann hin, dann können wir da nochmal den Osmanen nochmal ein bisschen an die Handelsrouten ran und vielleicht nochmal die ein oder andere Mark für uns dann nochmal rausschlagen gehen.
In der Hoffnung, dass das so ein bisschen die Kriegskasse aufbessert. Denn das muss man tatsächlich sagen, momentan stehen wir finanziell nicht so prickelnd da. Wir machen zwar unser Plus, aber es reicht nicht, um das Notdürftigste hier irgendwie auszubauen und zu entwickeln. Gut, okay, Runde also dementsprechend wieder geschafft. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Muss man natürlich sagen, ich wäre sehr unglücklich, wenn jetzt die Spanier in Paris stünden. Das gab es ja schon mal ganz kurz zwischenzeitlich. Das wäre für mich natürlich absolute Katastrophe. Oh, die Osmanen wegen ihre Flotte raus. Oh, mit der Flotte kann ich mich eigentlich nicht anlegen. Ah, nee, das ist nicht gut. Wir sind marinemäßig einfach zu unterbesetzt. So, nächste Runde, weiter geht's. Wir gucken, dass wir unseren Missionar erstmal hier wieder hochschieben. So, dann die Missionare sind jetzt bei 20%, die Missionare sind bei 30%. Die einzigen, die halt ziemlich weit sind, sind die Jungs hier, die sind jetzt bei 63%. Und das Ding haben sie immer noch wieder aufgebaut. Das haben sie mittlerweile wohl scheinbar aufgegeben. So, jetzt wird es Zeit, ein bisschen von der Flotte, von den Dingen hier zu plündern. 10.000 und 5.000 waren unsere Feinde. Jetzt machen sie nur noch 4.000 und 5.000. Also wir stauben tatsächlich ein bisschen was ab. Ich denke mal so 2.000 netto oder so werden das von sein. Sehr schön, können wir tatsächlich wenigstens so ein bisschen was hier an Geldern fabrizieren. Nochmal, die da für uns in Frage kommen. So, 6.000 Taler haben wir dann. Dann geht's weiter. Wir waren jetzt hiermit fertig in Ungarn. Das heißt, wir sind jetzt beim königlichen Gut hier gelandet. Beziehungsweise waren wir hier noch in. Ach, hier hinten war ich auch noch gar nicht fertig. Ja, vergiss das in Kroatien nochmal eben. Ich muss das in den Niederlanden nochmal ausbauen. Weil da sitzt natürlich noch ein bisschen wichtigere Bevölkerung. Genau. Dann haben wir schon wieder keine Taler mehr. Geht zu schnell, ey. Also wir brauchen echt unbedingt größere Einnahmequellen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob sich ein Krieg dafür so gut eignet, aber wir bräuchten eigentlich auch erstmal die Marine, bevor wir uns mit den Spaniern anlegen. Und wir müssten eigentlich noch ein bisschen Frieden auch mit den anderen Nationen reinkriegen. Also sind wirklich zur See, sind wir echt schwach unterwegs. Das ist zu schlecht. Da muss ich unbedingt eigentlich was nachsetzen gehen, aber ja, ist halt schwierig. So, gucken wir weiter. Wo setzen wir unsere Jungs jetzt hin? Die kommen erstmal nach Makedonien. Und die Jungs schaffen es. Ja, fast bis nach Rumelien. Wir probieren trotzdem, die mal so weit zu setzen, wie es geht. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, diese Runde auch schon wieder geschafft. Ja, ein bisschen haben wir noch was, bis ich mit diesem Krieg geplant hatte. Gegen die Spanier, aber. Ja, es geht so, was das Vorankommen angeht. So, erstmal auf die Reaktion aus Osmanen, dass sie jetzt ihre Handelsflotte, dass ich da jetzt in den Handel plündern gehe, gucken. Ah, die schicken wir jetzt in die Adria und zerstören meinen Handel und schicken die nächste Einheit auch noch nach. Ah, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ah, wir müssen jetzt gucken, dass wir erstmal diesen Hafen wieder befreit kriegen. Mistreck. Kann ich erstmal wieder eine Ulan-Einheit losschicken gehen? Ja, nee, ich kann eigentlich nicht über die Adria hinaus. Ich hoffe, die plündern jetzt aber nicht so viel weg, dass wir jetzt noch ins Minus geraten. Das wäre nicht gut. Oh Gott, jetzt kommen wieder ein dieser Nachrichten rein. Also überfallene Handelsrouten, das sehe ich ja selber. So, wir machen anscheinend trotzdem noch Geld. Die reformierte Marinetechnologie ist fertig. Reformierte Marineverwaltung, das wollte ich sagen. Das Vorhaben, eine gut versorgte, gesunde und effektive Flotte in den Einsatz auf See zu schicken, erfordert einen unglaublichen Verwaltungsaufwand und bedeutet einen echten Papierkrieg. Traditionell haben viele Seemänner die Marine nur wie einen weiteren Teil des königlichen Haushalts behandelt, beziehungsweise wie eine Reihe von vorübergehenden Arrangements. Und zu Kriegszeiten hat man sich einfach bei der Handelsmarine bedient. Eine Reformation der Marineführung an Land hat dafür gesorgt, dass die einzelnen Engagements der vergangenen Jahrhunderte durch eine Behörde mit ordentlich ausgebildeten und bezahlten Leuten ersetzt wurde, die mit der Welt der Geschäfte, der Buchhaltung und der rechtlichen Angelegenheiten besser auskennen als mit der Seefahrt. Genau diese Leute organisieren und führen heute die Marine und nicht mehr Admiräle und Offiziere, die zu alt oder verkrüppelt waren, um noch das Achterdeck zu überqueren zu können, wie es einstmals der Fall war. Die Veränderung ist sowohl bei den Marineoffizieren auf wenig Gegenliebe. Nee, Markus. Diese Veränderung ist, obwohl sie bei den Marineoffizieren auf wenig Gegenliebe stößt, zweifellos nötig, um sicherzustellen, dass die Flotte mit den erforderlichen Besatzungen, Lebensmitteln und Ausrüstungsgegenständen auf See bleiben kann und jederzeit und überall über die gegebenenfalls nötigen Einrichtungen für Reparaturen an Land verfügt. Historisch betrachtet konnte keine Seemacht, die Handel in Überseetrieb auf Seestreitkräfte verzichten. Die einzige Garantie, dass die Seestraßen für Handelsschiffe offen blieben, waren die Kanonen einer schlagfertigen Kriegsmarine. Das sehen wir auch gerade selber wieder. Eine Nation ohne Kriegsschiffe würde ihre Handelsflotte früher oder später verlieren. Da würden sie jetzt bei den Karonaden weitermachen. Da schauen wir mal eben. 17 Runden ist mir zu heavy.
Die Kupferbeschläge werden in 5 fertig. Hier würden wir auch weiterkommen. Dann lass doch mal das machen. Lochwebkarten. Lochkartenwebstuhl. Ja, machen wir das doch fertig. Weil hier wird mir alles Minus bringen, ne? Ja, genau. Hier wird mir alles Minus bringen. Ne, dann machen wir es tatsächlich die Lochkarten als nächstes. Lochkartenwebstuhl. 8 Runden. So, da haben wir die Entdeckung der Bioelektrizität. Weiter geht's. Der Anatomieprofessor Luigi Giovanni war der erste Mensch, der das Vorhandensein von Elektrizität in den Muskeln von Tieren untersuchte. Beim Sezieren eines Froschschenkels berührte das Skalpell eines Assistenten zufällig den Kupferhaken, an dem das Tier aufgehängt war. Das hat zur Folge, dass die Muskeln des Froschschenkels zu zucken begannen. Cavalli war fasziniert und fand schon bald heraus, dass das bloße Berühren des Nervs mit einem Skalpell, während das andere Ende eine Spannungsquelle berührte, ausreichte, um dieselbe unfreiwillige Bewegung des toten Frosches auszulösen. Daraus schloss er, dass es einen Zusammenhang zwischen der durch den Tierkörper fließenden animalischen Elektrizität und der Bewegung der Muskeln gibt. Komische Sachen, die da so vollführen. So, in Ungarn ist nochmal eine weitere Sache fertig geworden. Da können wir noch mehr Industrie bauen. Sehr schön, machen wir auch direkt. Da haben wir eine natürliche Todesursache. Ein Edelmann ist gestorben. Hier in Krakau haben wir jetzt noch 2 stehen. Okay. Dann haben wir eine natürliche Ursache. Alfred von Pappenheim. Ach, der alte Pappenheimer hier links ist gestorben. Gut, der hat tatsächlich auch, glaube ich, seine gesamte Karriere über nichts zu tun gehabt. Müssen wir einen neuen Generalaufbau bauen gehen. Und es ist Dietfried Donner, meine Lieben. Alter, Donnerlittchen. 60 Jahre alt, auch schon wieder älteren Semesters. Aber der Mann, ja, bei dem knallt's, würde ich sagen. Da ist ordentlich Pfeffer hinter. So, Bauberichte, viele Könige gut, die fertig sind, sehr schön. Und Schlesinger ist gestorben als Staatsbeamter. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das war, glaube ich, unser Finanzminister, ne? Nee, Gauß. Schlesinger war, nee, der Armeekollege. 24 Jahre alt, sein Sohn könnte da aber auch was draus machen. What the hell? Moritz Merk, 92. Alter. Hilfe. Oh, Schreiber, hier haben wir noch einen Taktiker, der wäre auch bei 4 Punkten, aber 4 Punkten hat der Sohnemann selbst. Ja, ne, also tatsächlich Besseres kriegen wir da nicht. Das erhöht leider Gottes die Rekrutierungs- und Armee-Unterhaltskosten wieder etwas. Und Christian Meyer ist General der Armsessel geworden. Na, herrlich. So, wo haben wir jetzt dann? Genau, die Armee steht hier soweit. Ja, Marine ist jetzt halt natürlich das große Frage. Ich muss mich eigentlich um diese große Flotte herumschleichen, um dann mich hier hinzustellen und da dann wieder die Jungs auszulösen. Ich werde mit der Miliz da, glaube ich, hinrennen. Da bin ich in 2 Runden da. Weil hier in Rom brauche ich es jetzt gerade nicht. Da habe ich jetzt ja die volle Armee stehen zur Absicherung. Das passt ja eigentlich. Ja, und da muss ich jetzt gucken, dass ich hier rumkomme. Gehen wir jetzt mal hier hin. So, einmal rüber. So, und dann jetzt die Jungs hier erstmal einkerkern und danach, wenn halt die Jungs dann dazukommen, die ganze Geschichte befreien gehen. So, hier passt das jetzt alles. Ja, genau, hier passte das jetzt alles. Dann kann ich jetzt, glaube ich, in Kroatien weitermachen mit dem nächsten königlichen Gut. Und dann haben wir jetzt hier, ach Gott, ganz, ganz viele Spione. So, und dann habe ich die dann nächste Runde dann da stehen. Mittlerweile haben sie das Ding wieder aufgebaut. Das heißt, jetzt kann wieder Adolf rüberrennen. So, seine gesamte Karriere besteht nur daraus, in Bursa dieses Teppichweberhütten kaputt zu treten. Aber ja, jeder braucht ja eine Aufgabe in dem Sinne. Ja, und damit machen wir jetzt tatsächlich einen Profit. Oh, von minus 300 tatsächlich nächste Runde. Okay, das kriege ich, eine Runde kriege ich das verkraftet, aber mehr sollte es jetzt tatsächlich auch nicht sein. Da haben wir jetzt tatsächlich gerade ein paar Probleme. Da müsste ich demnächst mal Armee einstampfen gehen. Ich habe noch ein paar überflüssige Truppen momentan hier in Berlin. Die könnte ich theoretisch halt eintreten gehen, mit der Gefahr, dass mir halt die Preußen hier noch den Laden einrennen. Auch nicht so eine glorreiche Aussicht, ne? Ist alles sehr, sehr schwierig. Aber ich kann jetzt auch halt den Scholz schlecht hier aus den Niederlanden rausziehen. Das geht halt auch nicht. Ja, müssen wir gucken. Also wirtschaftlich sieht das tatsächlich alles echt ein bisschen schwierig aus. Der Doppel-D-Diktator. Wir werden einen Flottenausbau benötigen. Ja, aber das brauchen wir erstmal das Geld, Alter. Adi, der Teppichklopfer. Ja, dein Geist kann sich jetzt fröhlich dann daran ergötzen, wie du dann bei Adi rumhängst. Aber ja, es ist halt
Doof. Also wir können halt nicht so wirklich gerade viel machen. Das Beste, was mir jetzt passieren könnte, wäre eigentlich. Oh oh. Oh oh. Wir kriegen die Hucke voll. Unsere Flotte wird einfach völlig vernichtet, wenn ich jetzt diese Schlacht nicht spiele. Ach, was sagt die Folgenlänge? 25 Minuten. Mist. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt gerade zwangsläufig zu einem Cut gezwungen, weil diese Flottenschlacht, die wird tatsächlich dauern, die wird tatsächlich ein bisschen Zeit fressen und die kann ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr erlauben, aber ich muss die selber spielen. Also ich kann es nicht schlimmer machen als die KI, weil die KI wird das Ding auch nicht gewinnen. Von daher werde ich mir einfach dann trauen, dann doch nochmal wieder eine Flottenschlacht eingreifen zu müssen. Aber ich sehe das schon, Alter. Also wir sind da sowas von unterlegen. Also ich sehe da keine Chance, wie wir das Ding irgendwie gewinnen wollen. Aber wir probieren es einfach. Also vielleicht können wir ja wenigstens so viel Schaden zufügen, dass wir wenigstens hier, die haben ja einige stark angeschlagene Sachen noch mit dabei, dass wir die dann wenigstens schon mal komplett kaputt machen und so ein bisschen deren Großschiffe anhitten gehen, dass die nächste Marine, die uns aufbauen, die vielleicht vernichten kann. Ripperino. Ja, Admiral Malte wieder in die Schlacht. Also für 5 Wetten habe ich den Betrag von 1412 Punkten, sagt Manu mittlerweile zusammen. Ja, dann gönn dir das mal morgen auf jeden Fall. Gut, erstmal, was würde ich dann sagen, tatsächlich Jungs und Mädels auf YouTube da draußen, haben wir das dann für diese Folge tatsächlich notwendigerweise wieder geschafft. Ja, müssen halt schauen, es ist halt, wie gesagt, wir sind zur See momentan zu schlecht drauf. Also wir sind zur See momentan einfach Opferlamm der Osmanen. Kann, also ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ganze gelöst kriegen will. Kann sein, dass sie die vielleicht doch irgendwie an Land bezwingen muss und vielleicht doch nach Anatolien rüber marschieren muss. Ich habe es ja mittlerweile schon eh katholisch gemacht. Damit ich einfach die zu irgendeinem Frieden zwingen kann oder so. Ich hoffe aber vielleicht, der Geheimnis, die demnächst jetzt so wirtschaftlich kaputt tritt, dass die einfach gar nicht mehr Bock haben, irgendwas zu machen. Das ist tatsächlich meine große Hoffnung und die größte Hoffnung, die ich habe, dass ich tatsächlich da einfach mit den Jungs genügend Schaden anstellen kann. Weil momentan sehe ich nicht, wie die Osmanen zur See besiegt kriegt. Da sind sie einfach stärker als ich. Und ich bin wirtschaftlich nicht stark genug, um eine eigene Flotte einzustellen. Also das geht einfach nicht. Das kriege ich nicht vernünftig hin. Ja, gut, aber das, wie gesagt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, nächste Woche an. Ansonsten für euch jetzt nochmal ganz klar der Hinweis. Denkt mir dran, meine Lieben, jeden Freitag ist tatsächlich momentan, beziehungsweise fangen wir jetzt mal so an, jeden Donnerstag ist momentan ein wöchentliches Kriegsupdate zuerst erstmal mit dem Russland-Ukraine-Krieg, den ihr von mir kriegt. So zielmäßig immer eine halbe Stunde, die ihr auf Twitch dann verfolgen könnt. So irgendwas zwischen 19:30, 20 Uhr geht es da immer los. Und danach im Anschluss, wenn ihr live dabei sein wollt, mal bei einer Aufnahmesession hier mit den ganzen Jungs im Chat auch für Empire Total War. Da gibt es, wie gesagt, die ganze Geschichte im Anschluss, wo wir dann immer ein paar Folgen von drehen. Jetzt, ja, momentan mal so 3 bis 4. Diesen Stream sind tatsächlich mal 4 geworden. Könnt ihr also auch immer fahren schreiben. Auf das Video selbst, wenn ihr es gerade eh noch schaut, Abo und Like da lassen wäre noch ganz cool auf dem Kanal. Ansonsten Twitch-Follow da lassen wäre auch noch supi. Der VOD-Channel, den gibt es auch noch, meine Lieben. Könnt ihr auch noch mal kurz vorbeischauen. Ja, Malte Mo, VOD ist das dann. Könnt ihr einfach mal eingeben, sonst bei YouTube in der Suchleiste da ein Abo da lassen, falls ihr Bock habt. Auch noch mal andere Sachen zu sehen, die Mo und ich so live machen, aber die wir dann nicht noch zurechtschneiden auf Folgenlänge für den Hauptkanal, sondern einfach wirklich für den Nebenkanal betreiben. Und ansonsten dann auch noch der Hinweis: Mittwochs Mo immer seine Streams, Power Evolution momentan mit Burundi. Solange wie das Projekt halt dann noch geht. Und freitags, und das ist jetzt für euch noch sehr, sehr relevant, Formel 1, falls ihr darauf Bock habt, da live vorbeizuschauen, Mo und ich zusammen in der Koop-Karriere. Ja, seid ihr da auf jeden Fall mal mit dabei. Könnt ihr auch Kanalwetten abschließen auf die Ausgänge der ganzen Geschichte und mit den Kanalpunkten und euch da auch dann, ja, wie es Napoleon hier zuletzt für Empire getan hat, dann euch so ganz wilde Aktionen freischalten gehen. In F1 selber gibt es auch noch ein paar tolle Aktionen, die ich da jetzt noch hinzufüge, die euch dann gönnen könnt für Kanalpunkte. Also das würde ich euch auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen. Und ich glaube, in der Folge, wenn ich das jetzt richtig schaffe mit dem Schneiden, wo das rauskommt, gibt es sogar nicht nur den Freitags dann F1, sondern auch noch vielleicht Sonntags F1. Das habe ich mit Mo nochmal kurz abgesprochen gehabt. Das kann tatsächlich sein, dass ihr das also auch noch sehen werdet. Ja, so viel also noch zum Thema Hausmeisterei, was ich jetzt noch am Ende machen wollte. Ja, wie gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn ich euch dann da sehen würde an einigen anderen Streams. Ich bedanke mich ganz herzlich noch bei YouTube für euch fürs Zusehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen.
Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.